Right Dude schreibt hier, Right Side has too much blue. Nun, da wo ich der Einzige bin, der hier überhaupt Armor hat, bin wohl ich gemeint. So, ich bin auch dran. Ich habe Spotter XXL, mein Bumper ist so lala. Ich kann eigentlich nur Talmaron treffen. Ich habe sogar Wind 86, Junge. Egal, ich versuch's trotzdem. Und, ja, eine Panzerlegende daneben. Ich mache aber trotzdem 12 Schaden. Left vs. Right macht der. Der schreibt, no, just hit the 6. Oh, die wollen wohl gegen mich spielen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Panzer. Das heißt 5 gegen einen heißt es jetzt. Oh, es könnte knifflig werden. Okay, SpongyBit zieht mir schon mal 20 ab. Ja. Yoink Time. Mal gucken, für wen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde gegen die 5 antreten, auf jeden Fall. So, Demon hat sehr gute Bumper. Er kann mich lockerlässig über den Kreis treffen. Macht er aber nicht. Er schießt daneben. Nice try, schreibt Right Dude. Naja, so nice war dieser Try nun wirklich nicht. So, er ist jetzt auch dran. Mal gucken, was er hier fabriziert. Er hat auch sehr schöne Bumper. Er kann mich über den Kreis treffen. Ist möglich, wenn er sehr flach schießt. Ja. Er zielt irgendwie nach oben. Ah. Don't ask, schreibt er. Yo. Mit dieser Waffe war es nicht möglich, mich zu treffen. Die wird nämlich beim ersten Gegner aktiviert. Das heißt, er konnte nur Mechakema treffen. Aber der Bumper war nicht weit genug vor ihm. So. Mechakema ist auch am Start. Jetzt bin ich mal gespannt. Er müsste eigentlich ein bisschen nach rechts fahren, um mich über diesen flachen Bumper zu treffen. Macht er nicht. Er schießt ein bisschen komisch. Und das wird auch eine Nullnummer. Ja, da müsst ihr euch schon ein bisschen mehr Mühe geben, Leute. Jo. Talmaron hat auch sehr schöne Bumper. Er kann mich über diesen flachen hier treffen. Über den Kreis geht's auch. Er entscheidet sich für den flachen, so wie es ausschaut, und schießt daneben. Ja, so konnte das nichts werden. Wenn, dann hättest du sogar noch... Ja, du hättest auf jeden Fall von oben auf diesen Bumper wirken müssen. Oh. Ich bin dran. Ich glaube, ich nehme hier Bone Storm. Ich habe zwar 91 Gegenwind, sollte aber klappen. Oder? Ja, Bone Storm. Also, ich muss ziemlich nah an den Bumper ranfahren, sonst funktioniert das nicht. Und feuerfrei. Jawohl, das sitzt gut. Mal gucken. Let's make Ziggy a Jug. Die wollen mich zum Juggernaut hier machen. Ja, dann strengt euch mal an. So, ich mache hier 30 Schaden. Ich glaube, ich hätte doch Lightning nehmen sollen. Hätte ich mehr Schaden gemacht. So, SpongyBit. Er fährt in den großen Kreis. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was der treibt. Ernsthaft? Junge, der verschießt einen Schneeball. Lol. Okay. Und er ist raus. Right Dude fragt, thought process behind that. Also was war der Denkprozess dahinter? Hat er auch recht. Ich meine, er hätte mich schon mit dem Schneeball treffen können, aber der hätte 6-mal auf den Bumper gehen müssen. Dann wäre er erst rausgeflogen. Der hat einfach viel zu schwach geschossen. Okay. So, es ist einer weniger. Das heißt 4 gegen einen. Right Dude schießt... Oh, oh, okay, das geht raus. Er hat 54 Wind. Wind hat ihm geholfen, sonst hätte er sich damit vermutlich selbst getroffen. Jo. Der nächste ist dran. Er kann mich über den Bumper sehr wohl treffen. Er muss in einem etwas höheren Bogen schießen. Er darf nicht ganz flach feuern. Dann geht es auf mich. Mal gucken, ob ihm dieser Schuss gelingt. Nö, das ist zu flach. Das geht zu weit. Jupp, geht an mir vorbei. Auch das ist eine Nullnummer. Ich habe immer noch meinen blauen Balken. Leute, ihr müsst euch mehr anstrengen. So. Der hier kann jetzt mich über alle Bumper treffen. Die zwei kleinen, also die flachen, zeigen auf mich. Und über die zwei Kreise kann er mich so oder so treffen. Und es wird wieder eine Nullnummer. Yay. Uff, das wird schwierig. Ich kann hier Skeet eigentlich vergessen. Die Bumper sind zu nah dran und ich möchte auch nicht zu Demon vorfahren.
Ich muss hier Lightning nehmen und ich muss über zwei Bumper schießen. Ich will hier nämlich stehen bleiben. Über zwei Kreise und ganz nach hinten. Boink, boink. Und tada, es trifft. Yay. Schöner Schuss. Mal gucken, wie viel Schaden mache ich? Ah, nur 40. Ach, komm schon. Da hätte auch ein kritischer Treffer dabei sein können. Get rid of him. Sie sollen mich loswerden. Ja, Right Dude hat jetzt Angst. So, was macht Demon? Er schießt auf mich. Er schießt, glaube ich, eine Palme. Jo, eine Palme ist es gut. Ach Mann, warum trifft er kritisch? Nice Bounce. Ja, von wegen, so schwer war der Schuss jetzt nun wirklich nicht. Skeet ist am Zug. Ich meine, Skeet ist am Start als Waffe. Und er hat sogar Glück. Trifft mich kritisch. Okay. Das merke ich mir. Er hat sogar Armor bekommen. Jetzt wird es schwieriger, ihn rauszunehmen. Mecha Kema schießt. Er versucht es bei mir, trifft aber gar niemanden. Und das mit einer Ghost Bomb. Yo. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der macht. Er kann mich, wenn er durchs Portal schießt, kann er mich sehr wohl treffen. Ist gar nicht mal so schwer. Macht er aber nicht. Er versucht es nicht mal. Ich nehme hier Jacko Womit, aber wie schieße ich das? Ich kann nicht über die Backwall schießen. Ich meine, das würde schon gehen über die Backwall, aber ich glaube, ich schieße direkt. Da muss ich halt ein bisschen nach rechts fahren. Okay, ich versuche es so. Feuer frei. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yeah. Alter. 270 Schaden. Wow. Das hat sich mal gelohnt. Und er schreibt, sie, ja, siehst du, so einfach ist es nicht, einen Level 98 Spieler loszuwerden. Und damit bin ich auf dem ersten Platz. So, Demon ist am Zug, er geht auf die mal 2, er schießt nicht auf mich, kann er gar nicht über diesen Bumper. Er trifft Right Dude und zieht 24 bei ihm ab. Yo, er kann mich hier nur über einen Doppelbumper-Schuss treffen. So wird das aber nichts. Das kannst du so vergessen. Jetzt kann er eigentlich nur noch nach links wirken. Über einen von den beiden Bumpern. Er versucht es bei der Kiste, glaube ich. Jo. Er wollte zur Kiste gehen. Definitiv. Aber stattdessen hat er Talma Ron getroffen. So. Der kann mich hier auch nicht treffen. Zumindest nicht mit einer normalen Waffe. Und ich glaube, der schießt auch auf die Kiste. Crate, schreibt er. Okay. Ich glaube, das geht auf die Kiste. Und Feuer frei. Upp. So, er holt sich die Kiste. Er bekommt Diamond Blade und 25 Armor. Okay. Nicht schlecht. Schöne Waffe übrigens. Ich habe Skeet. Ja, ich brauche bessere Waffen. Ich meine, das sind immer noch 4 Spieler. Ich brauche wirklich bessere Waffen. Was Besseres als Skeet. Okay, er hat es bei mir versucht. Stattdessen trifft er nur Demon. Ich habe hier eine mal 2. Und ich habe Portale. Ripsaw. Ripsaw könnte ich theoretisch einsetzen. Aber, nee, ich nehme Skeet. Ich nehme Skeet und ich versuche es von oben auf die ganz nach links zu wirken. Ah, Mist. Das war nicht weit genug. Stattdessen ziehe ich mir 24 ab. Das war kein guter Schuss. Ich glaube, ich hätte doch Ripsaw nehmen sollen. Aber ich will Ripsaw auf Talmaron schießen. Die stehen nämlich dicht beieinander. Und die kann ich alle 3 abdecken mit Ripsaw. Deswegen habe ich mich gegen Ripsaw entschieden. Und das wird eine Nullnummer. Yay. Nice try. Ja, netter Versuch war's. Ist aber trotzdem eine Nullnummer geworden. So. Jetzt bin ich gespannt, was Right Dude macht. Er kann mich treffen. Er kann mich sehr wohl treffen, wenn er nach links fährt und von oben auf den Bumper schießt. Oder wenn er von unten auf den Kreis schießt, dann... Okay, vergiss es. Ich rechne mir hier alles Mögliche aus und er schießt einfach nicht. Okay. Yo, Mecha Kema. Der kann mich nicht treffen. Das geht nicht. Es sei denn, wenn er vorfährt und durchs schwarze Loch schießt. Dann ja, aber so nicht. So wie er jetzt steht. Okay. Das geht auf die Kiste. Er bekommt 2 Waffen. 2 gute sogar. Yo.
Jetzt bin ich gespannt, was Talmaron macht. Er könnte mich mit einem Roller oder Zug treffen, wenn er direkt in den Grund schießt. Aber so wird das nichts. So wird das nichts. Jupp. Ist eine Nullnummer geworden. Oh, perfekter Bumper für meinen Ripsaw. Pass auf. Drei Panzer will ich treffen. Talmaron, Right Dude und Mechakema. So, da muss er hin. Da muss er hin. Mal gucken, ob mir dieser Schuss gelingt. Zielen, zielen, zielen. Feuer frei. Und sehr schön. Tada, 130 Schaden. GG. Yo, das war's für den Right Dude. Er wollte mich unbedingt rausnehmen. I said it like 8 turns ago. Get luck with him. Er wünscht ihnen Glück, dass sie mich fertig machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Demon schießt direkt auf mich. Was hat er für eine Waffe? Boah. Das wird so um die 30 Schaden, denke ich mal, oder? 18 bloß. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, mein Armorbalken ist weg. Mechakema ist dran und er zielt nach oben. Er will auf die mal 2. Er will auf die mal 2. Er trifft die mal 2 nicht. Er trifft die Drohne. Und sonst noch jemand. Oh, die Drohne macht nicht einmal Schaden. Ich glaube nämlich, dass seine Waffe vor dem Bumper explodiert ist und deswegen die Drohne nicht gezählt hat. Jupp. So. Was macht der? Der geht auf die mal 2 und dann? Was ist sein Plan? Ich weiß es nicht so recht. Er verschießt Fische. Und trifft das jemanden? Sieht nicht so aus. Nö. Das war's. Oh, ich hole mir die Kiste mit einem Haken. Sehr schön. Ich habe einen Groovy Ball bekommen. Na, endlich mal eine gute Waffe. Aber Groovy Ball behalte ich für später. Ich nehme jetzt Dead Riser. Und gehe auf Demon. Der hat noch sehr viel HP. Das muss ich runterschießen. Ist jetzt auch ein einfacher Schuss. Einfach draufhalten und gut ist. Und tada. Kein kritischer Treffer. Schade. Ich habe irgendwie kein Glück heute mit meinen kritischen Treffern. Egal. Und Right Dude ist weg. Er ist rausgegangen. Er will sich das nicht mit ansehen. Okay, Demon. Er geht auf mich über diesen flachen Bumper, aber er muss aufpassen. Er kann sich durchs Portal selbst treffen. Nö, er schießt viel zu stark. Jupp. Eine Nullnummer für ihn. So, die Kiste holt er sich. Bekommt 25 Armor. Junge, die bekommt die ganze Zeit Armor. Aber das ist eigentlich auch gut. So kann ich mehr Schaden machen. So. Er ist dran, aber schießt er auch. 641 habe ich mittlerweile. Das ist ganz schön okay, würde ich sagen. Und ich kann noch einiges hier abräumen. Guck dir das an. Die haben noch Armor und Demon hat sehr viel HP. Talmaron kann mich eigentlich nur über diesen kleinen, flachen Bumper treffen. Er versucht's auch. Schießt aber zu weit. Jo. Das wird eine Nullnummer, so wie es aussieht. Komischer Schuss. Der kommt da ganz links wieder raus. Jo. Och nein. Ich kann sie nicht treffen. Über diesen Bumper mit diesen Waffen geht das nicht. Jo, und weil es nicht geht, mache ich folgendes. Ich schieße die mal 2 weg. So ist sie schon mal vom Spielfeld und die können damit keinen Schaden machen. So, have a nice one. Was? Er geht! Demon ist abgehauen. Shoot first, you idiot, schreibt er. Oh, die haben Angst. Die haben Angst. Ja, er hätte eigentlich schießen sollen, bevor er geht. Dann wäre das für die beiden ein leichteres Spiel gewesen. Jo, jetzt sind es nur noch 2. Jo, das Feld wird immer leerer. So, Talmaron ist am Zug. Er kann mich nur mit einer passenden Waffe treffen, aber nicht mit dem Ringer. Das geht nicht. Jo, das wird... Das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich fahre jetzt hier nach links. Jupp, ich fahre nach links. Ich möchte nämlich die Kiste haben. Und ich nehme hier... Was habe ich überhaupt? Triple Palm. Jawohl, Triple Palm ist die Qual der Wahl. Und Feuer frei. Sehr schön. Ich treffe... Oh nein, eine Palme wird verschluckt vom Grund. Na toll. Oh oh.
Hier ist eine mal 3 auf dem Spielfeld, aber er kann mich eigentlich nur in einem sehr hohen Bogen treffen. Mit einer normalen Waffe. Jetzt bin ich mal gespannt, was der treibt. Er schießt auf jeden Fall auf die mal 3. So, er trifft die mal 3. Und das war's dann auch, das geht raus. Jupp, wird eine Nullnummer. Okay, Talmaron fährt vor. Yes, die stehen auf dem Haufen. Wenn ich da mein Groovy Ball hin platzieren kann, dann wird das echt heftig für die. Jetzt bin ich mal gespannt. Er geht über das Portal, trifft aber nicht und das geht raus. Wunderbar. Oh, ja. Why do you stack? Ja, ich sag dir, warum er diesen Stack macht. Damit ich euch mit dem Groovy Ball beschießen kann. Jo, ich habe auch nichts Besseres. Groovy Ball ist am Start. Jetzt muss ich ihn nur noch richtig platzieren. Er muss da direkt in die Senke, damit er nicht rausfliegt. Oh, wunderschön. Wunderschön. Komm schon. Direkt auf die. Jau. 146 Schaden. Alter, das hat mal richtig gut gesessen. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Schuss. Jo, Mecha Kema hat einen sehr schönen Bumper. Er muss eigentlich nur draufhalten. Und dann sollte das auf mich gehen. Jo, aber nicht so. Der hätte da mit 100% schießen müssen. Er ist frustriert und geht raus. Junge, da haut einer nach dem anderen ab oder wird von mir zerstört. Okay, Talmaron ist am Zug. Er versucht es von oben. Schafft's aber nicht. Das ist nur der kleine Ringer. Jo. Ich glaube, das ist GG. Ich nehme hier den Super Spiker. Ich muss ihn ziemlich weit vorne setzen. Ich habe 79 Wind. Joa. Sollte mir gelingen, denke ich mal. Und Feuer frei. So, das sollte reichen für ihn. Da-da-da-da-dam. Und zack, er ist raus. 15 Damage. Okay. Also, selbst zu 5 haben sie es nicht geschafft, mich rauszunehmen. Wie viel Schaden ist es geworden? 832. Yo, das gibt ein Level up. Endlich bin ich Level 99. Und das war ein würdiges Spiel für Level 99. Ich bekomme sogar eine sehr schöne Waffe. Relocator, endlich mal. Ich finde die Waffe echt cool. Bisher hatte ich sie noch nicht. Und jetzt habe ich sie endlich. Jawohl. Gut, war ein schönes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Thank you.